Ja, Freunde, herzlich willkommen zum Video. Ja, hier zu Rocket League. Und ja, heute geht es einfach mal darum, den Win zu holen. Viel Spaß. Okay. Es sieht so aus, als ob ich einfach in irgendein random Match gespawnt bin, wo wir eins da hinten liegen. Fragt mich nicht warum. Und es war schon ein bisschen zu einfach. Also wir haben ja im Endeffekt nichts anderes gemacht, außer halt zum Mittelpunkt des Spiels zu fahren und dann den Ball reinkicken. Das war jetzt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, schon fast, aber. Ja, gut. So. I take it. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Sauber. Was war nicht ich? Komm schon. Sehr nice. Ich hatte jetzt, sagen wir mal, sehr, sehr wenig mit dem Tor zu tun, weil ich, ja, ich einfach, ne, ich bin. Aber gut, 5 zu 2. I take it. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sauber, 6-2. Okay, ich gebe zu, ich glaube, so krass vorne war ich auch seit etwas längerem nicht mehr. Und wir sind von einem 1 zu 2 gekommen. Also, die haben halt echt 5 Tore geschossen, ne? Wir werden die kein einziges geschafft haben. Das muss man sich auch erstmal so überlegen. Das ist auch nicht schlecht, Herr Specht. Nein, das mit den 0 Toren meinte ich jetzt auch. Nein. Okay, Korrektur. Ein Tor. Ja, jetzt 40 Sekunden, 30 Sekunden für 4 Tore. Ich glaube, den Win haben wir. Ja. Vor allem ist aber bei meinem Tor. Nice. Ja. Ich glaube, das war's für die Gegner. Sehr schön. So, jetzt noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und 8 zu 3. Gewonnen. Wie nice. Okay, jetzt das Interessante. Den lowesten Score. Das finde ich jetzt aber auch mal interessant. Ich mit dem niedrigsten Score hatte einen größeren Score als das gesamte orangene Team zusammen. Das ist auch nicht schlecht, Herr Specht. Aber gut, Leute, damit ist das Ziel des Videos tatsächlich schon in Runde 1 erledigt. Der Win ist geholt. Schreibt mir auf jeden Fall mal Ideen, was ich sonst noch so in Rocket League machen kann, beziehungsweise was für andere Spiele ich auch spielen kann und was ich halt in den Spielen zum Beispiel machen kann. Ja, einfach ab in die Kommentare damit. Ich würde sagen, ab 4 Likes gibt es eine dritte Folge von Rocket League. Dann mit neuen Ideen, vielleicht sogar von euch. Ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Video. Wie gesagt, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu geben. Abonniert nicht vergessen, damit ihr kein einziges Video mehr in der Zukunft verpasst. Die Glocke aktivieren, damit ihr mehr benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.